Jo, moin Leute, das, was ihr gerade gesehen habt, war das ganze Konvolut unserer Einkaufsshow. Ich sehe hier gerade, hier steht noch was falsch. Muss man natürlich auch lesen können. Ja, jede Menge Geld ist natürlich über die Ladentheke geflossen. Wir haben ordentlich eingekauft. Ich habe das jetzt mal portioniert bzw. reduziert auf das, was ich mir gekauft habe. Habe das von meinen Kollegen außen vor gelassen. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal revolutionieren wollte ich sagen, reduzieren auf die Einkaufsliste, die ich euch ja zum Runterladen auch online gestellt habe. Und dann sage ich noch mal was zu den einzelnen Teilen, die ich mir noch dazu gekauft habe. So, ihr könnt euch ja noch mal kurz in die Einkaufsliste hineinversetzen. Da haben wir hier einmal, ich fange jetzt einfach mal von oben an, wie ich es aufgebaut habe, hier den World Champion. Das ist ein über 20 Einzelteile-System inklusive effektstarke Bombenraketen. Das sind die hier oben. Das sind die 7 tollen Raketen. Das war das Set von Lidl für, ich glaube, 16,99, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir hier einmal die Goldrauschraketen. Die gab es auch überall eigentlich, aber ich habe sie aus dem Kaufland für 9,99 €. Das sind diese tollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raketen. Aus dem Lidl haben wir dann noch hier die Wunderkerzen, die Riesenwunderkerzen. Und wenn ich dann hier einmal runtergehe, dann haben wir hier unten auch die ganzen anderen Sachen noch liegen. Nämlich einmal aus dem Lidl den Laser. Das ist eine schön circa ja, 70 Sekunden brennende Fontäne. Ich will jetzt nicht sagen Effektbatterie, es ist eine Fontäne. Circa 3 Meter Effekthöhe, daran sieht man auch, dass es keine Batterie ist, sondern eher so eine Fontäne. Ja, mit dem 18 mm Kaliber B. Ja, soll ein B sein. Auf jeden Fall sehr schön dabei von Lidl. Dann von Aldi, die Poison. Das ist eine schöne 16-Effekt-Schussbatterie. Sehr geil, schön laut. Hat man einen guten Effekt. Dazu werde ich allerdings noch ein gesondertes Video drehen, inklusive dem Bloody Mary und dem Alligator. Das hier ist der Van Gogh, auch von Aldi. Eine schöne Effektbatterie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Schuss sie hat. Ich guck mal eben, ob das hier noch steht. Jo, 83 Schuss, 45 Sekunden Brenndauer und ja, circa 50 Meter Effekthöhe bis 15 mm Kaliber. Das ist eigentlich recht geil. Dann haben wir hier direkt noch, was ich gerade beiseite geschoben habe, um die Effekthöhe und so weiter vom Van Gogh zu lesen, den Flashbang, auch vom Lidl. Das sind 10 Stück, so kleine Bombetten. Die stellt man einfach auf den Boden, die gehen in den Himmel und dann macht's Peng. Und zwar nicht gerade sehr leise, sondern eher laut. Des Weiteren haben wir hier aus dem Kaufland den Bloody Mary, eine sehr, sehr schöne, eigentlich meine Lieblingseffektbatterie, Low Budget. 12 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer, 40 Meter Effekthöhe und ein 20 mm Kaliber. Und wer weiß, je größer das Kaliber, desto lauter. Und das ist hier gegeben, 20 mm. Das findet man fast nirgendwo. Dann gehen wir hier weiter, haben einmal die Megamatte von, welcher Marke ist die eigentlich? Phoenix Feuerwerk aus dem Netto, 200 Schuss, einfach bam, 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 bam hintereinander weg, ist aber laut. Und mein Klassiker, die Alligator Multi-Effekt-Batterie, 15 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer und 45 Meter Effekthöhe aus dem Lidl. Das war das Konvolut, was auf der Einkaufsliste stand, daran habe ich mich auch gehalten, natürlich. Ich habe natürlich von allem mehr gekauft, außer von den großen Raketensets, davon habe ich jeweils nur eins gekauft, aber von den Alligatoren habe ich zum Beispiel 8 Stück oder so gekauft, vom Laser habe ich 10 gekauft, vom Bloody Mary habe ich auch so 10, 12 Stück gekauft, von den Flashbangs habe ich so 30 Packungen, so, ja, vom Van Gogh, weil die auch etwas teurer ist, sage ich mal, für 6,99 €, davon habe ich jetzt nur 2 oder 3 gekauft, dafür ist der Effekt aber auch sehr schön, da hat man was zum Gucken. Dann haben wir hier noch den Poison, den habe ich, glaube ich, auch so 20 Mal oder so geholt, ja. Weiß ich jetzt nicht, muss ich nochmal auf dem Gesamtkonvolut gucken. Auf jeden Fall, das war die Einkaufsliste. Und dann habe ich mich natürlich noch dazu hinreißen lassen, etwas anderes zu kaufen. Und das sehen wir jetzt. Das werde ich auch nochmal kurz abfilmen, damit ihr auch genau wisst, was bei mir so abgeht. So, das ist das Konvolut, was ich mir noch dazu gekauft habe. Ich habe mich dann doch dazu hinreißen lassen, in den Norma zu gehen. Obwohl ich ja anfänglich gesagt habe, da ist gar nichts für mich bei, aber dann habe ich doch erkannt, okay,
Die haben Nico-Feuerwerk und Nico-Feuerwerk ist für mich eigentlich besser als Weko-Feuerwerk. Das hier ist das Konvolut Metalhead. Hier sieht man auch den Preis, 9,99 € von Powertech, also von Nico Powertech. Das ist ein Konvolut bestehend aus diesen Raketen, die man hier sieht. 1, 2, 3, 4, 5 fette Raketen und 1, 2, 3, 4 kleinere Raketen, die dabei sind. Ob die abgehen, weiß ich nicht. Ich wurde darauf gedrängt, kauf das, kauf das, kauf das. Das soll gut sein. Also habe ich es mir gekauft. Ich werde ein ausführliches Review dazu noch drehen. Hier nochmal der Name Metalhead. Was steht da? 9-Zerleger-Effekt-Batterien. Ja, wenn der Effekt dieser Batterien wirklich so aussieht wie auf der Verpackung, also wirklich so wie Kugelbomben, also so, dann wäre das natürlich schon recht nice. Das glaube ich aber noch nicht so ganz. Ja, des Weiteren bin ich durch die Läden gestreift und habe das hier noch gefunden. Nico Europe, das sind diese normalen Knatterbälle. Hört sich jetzt unspektakulär an, ist Jugendfeuerwerk, ich weiß, aber damit kann man lustige andere Dinge anstellen. Größere Kugelbomben. Was? Ich habe Husten, okay. Also, das habe ich noch gefunden. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Ich glaube 3,99 € im Westfalia-Markt in Hagen. Der Westfalia-Markt, wem das nicht sagt, das ist eine Kette, glaube ich auch. Gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, ist so ein kleinerer, ich sage jetzt mal, Cross-Baumarkt, wo man eigentlich viele kleinere Sachen findet. Und dann. Haben wir hier noch die Powerbox, eine 100-Schuss-Batterie, ca. 50 Sekunden Brenndauer, ca. 25 Meter Effekthöhe aus dem Lidl. Die habe ich noch zwischen den Reihen gefunden. Die hatte ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch geholt. Die war ganz geil. Die ist ein bisschen lauter, aber für 100 Schuss. Für, ich weiß gar nicht mehr den Preis, 4,99, 6,99, ist auf jeden Fall geiler Preis gewesen, deswegen habe ich sie nochmal mitgenommen. Auch ebenfalls aus dem Westfalia-Markt ist diese Whistler von Nico, eine 25-Schuss-Effektbatterie, die Höhe weiß ich gar nicht, aber die habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch gehabt. Die ging mega ab, die ist ja richtig laut gewesen und die Effekte waren einfach nur geil und das ist wie, könnt ihr sehen, hier so ein ganz kleiner Würfel, mega cool. Dann habe ich hier noch die 20 Schuss. Zoom mal weiter ran. Multi-Feuerwerksbatterie Snatch. Die ist neu. Die kenne ich so noch nicht. Die werde ich also noch testen. Neu testen. Dazu kann ich noch nichts sagen. Aber für 2,99 € 20 Schuss, das ist recht geil. So, dann war ich enttäuscht, als ich im Kodi war und den Tanz der Vampire nicht gefunden habe. Aber im Penny gab es übrigens auch diese Snatch und den Tanz der Vampire. 72 Schuss Power-Effekt-Batterie für 6,99 €. Beste Preis. Die Batterie ist einfach nur Hammer. Ist meine zweite Lieblingsbatterie nach dem Bloody Mary. Einfach nur geil. So, dann haben wir hier noch ein paar Albatros von Nico, auch aus dem Westfalia-Markt. Ziemlich geil. Die schweben ja auch immer cool in die Luft, vor allem wenn sie von Nico sind. Die von Weko sind ja nicht so ganz gut. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, ich nehme nur einen Fuffi in die Hand und hole mir irgendwas richtig Krankes, Großes. Das habe ich mir noch nie gegönnt. Und so habe ich mir im Netto den Hannibal gegönnt von Phoenix Feuerwerk. Ich meine, Phoenix Feuerwerk ist ja nur eine Abwandlung von Nico oder war es Weko? Auf jeden Fall Hannibal. Das ist eine 44-Schuss-Effektbatterie. Man muss sie nur einmal anzünden. Sie hat eine 45 Meter hohe Effekthöhe, eine Brenndauer von 60 Sekunden und die Explosivmasse beträgt 490 Gramm, also fast 500. Die wird hoffentlich laut und schön werden. Sie betrug 34,99 € beim Netto. So, das war das ganze Konvolut, was ich mir gegönnt habe. Ihr habt es alle gesehen. Ich werde jetzt nochmal das Bild einblenden von allem, was wir so haben. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch bis ins neue Jahr. Passt, wie gesagt, auf. Wenn ihr unter 18 seid, dann lasst das Knallen einfach sein. Überlasst es euren Eltern und schaut ein wenig zu. Das ist auch schön. Sicherheit geht vor und auf keinen Fall saufen und böllern. Das kann auch sehr ins Auge gehen. Und dann wünsche ich euch guten Rutsch, habe ich schon gesagt. Genau, das war's. Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem lauten Schimmel und ciao mit V. Bis dahin. Tschüss.